Hallo, meine bretterschleifenden Untergangsverhinderer und herzlich willkommen zurück. Ein weiterer lauschig-flauschig-Grünchen hier in Medieval Dynasty. Da ist eine Quest. Willkommen zu Medieval Dynasty. Wir hatten letztes Mal eine Quest gehabt und jetzt scheint es wieder eine Quest zu geben. Und aus diesem Grund werden wir heute uns diesen Quests erstmal noch hingeben, weil wir haben ja jetzt erstmal einiges vorgesorgt. Wir haben in der Verwaltung, wenn man mal guckt, Wasserbedarf von 4.900, also Wasser ist 4.960 sind da, 2.140 haben wir an Nahrung und wir haben auch immer noch genügend Holzbedarf, weswegen wir uns heute ein bisschen darauf konzentrieren könnten, erstmal wegen Haferkorn zu gucken. Wir brauchen 53 Haferkorn. Wir haben auch gar nichts mehr, oder? 53 Haferkorn und, warte mal, ich muss mal jetzt gucken, die Frage ist, wir brauchen... Ist ein Kälteschutz, aber wir haben ja was Besseres da. Die können wir ja verkaufen, die Schlauchmütze. Hafer, haben wir gar nichts. Und Karottensaat und Kohlsamen. Doch, Haferkorn haben wir da. 10, also brauchen wir noch 43 Haferkorn, die wir jetzt dann mal vorab besorgen müssen. Und wenn wir die dann haben, müssen wir da Richtung, wo die Quest aufblinkt. Und diese Quest als nächstes machen. Aber wisst ihr, bevor ich meine Mützen jetzt verkaufe, gehe ich erstmal mit euch zu dieser Quest hin. Nicht, dass ich diese Mützen jetzt dann bei dieser Quest brauche. Weil dann kann ich sie da auch noch verkaufen. Und das können wir ganz gediegen machen. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und ja, wir machen heute doch mal wieder ein Video. Ich schaffe das so ein bisschen aufzunehmen, wie ich das gerne hätte. So, dass wir vielleicht im Takt bleiben mit zwei Videos wieder am Tag. Und das wäre natürlich ultimativ. Wäre das richtig gut. Das ist ja eine coole Sache. Ich finde es immer voll bezaubernd, hier einfach durch die Gegend zu laufen. Aber ich habe auch schon gesehen in den Videos, irgendwie, ich weiß nicht, warum, wieso, weshalb, das irgendwie nicht so richtig rüberkommt. Was ist denn jetzt was hier eigentlich? Ist das schon das Beste? Ich habe aber sowas gar keine Ahnung. Wo hier alles gut ist. Wäre eine Erklärung, wäre irgendwie super. Aber irgendwie habe ich auch schon gesehen, sehe ich ja auch jetzt hier, wenn man mal so ein bisschen herumguckt. Wenn man jetzt zum Beispiel mal so guckt, dass das bei Bewegung recht schnell alles so ein bisschen verschwimmt, so ein bisschen. Soll ich das meine? Siehst du hier besonders an der Mütze dann gerade, ist jetzt so ein bisschen alles verschwimmt. Das ist, was mich so ein bisschen verwundert. Vielleicht habe ich bei den Grafiken, ich bin bei sowas immer sehr, sehr, sehr schlecht. Benutzeroberfläche, das ist ja alles richtig. Auch alles richtig. Housing ist ja egal, weil ich eine Begrenzung habe. So, genau, könnte man ja mal machen. Warte mal. Wenn wir jetzt mal eine hoch machen. Ja, wir machen mal Änderung übernehmen auf hoch. Muss ich nur gucken, was meine FPS-Leiste sagen. Jetzt haben wir alles hoch gemacht. Die droppen zwar ein bisschen runter, aber... sind so verpixelt. Okay, weiterhin bleibt aber bei 58 FPS klar, dass er ab und an irgendwo, wenn er neu berechnet, einbricht, ist ja klar. Warte mal, ich muss jetzt mal gucken. Ich habe ja jetzt auf hoch. Kann ich den noch auf... Okay, wir machen das aber einfach mal risky. Wenn ich abstürze, dann stürzt ab. Wenn wir ja gleich sehen, ob das Ganze abstürzt. Nö, der hält sich stramm bei 56 FPS jetzt dadurch. Ist zwar minimal runter, der hängt jetzt immer zwischen 50 und 58, aber es läuft trotzdem. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay. Aber wenn ihr irgendwie noch einen Tipp habt, wie man irgendwie was vielleicht noch ausschalten könnte, sollte, müsste, schreibt mal gerne in die Kommis. Ich bin bei sowas wirklich, also alles, was mit Softwarezeug, also PC zusammenbauen, ist das eine zum Teil, wo ich auch schon jahrelang raus bin.
Aber wenn ihr da irgendwie so einen Tipp habt, gerne in die Kommis mal. Das würde mir auf jeden Fall helfen, ob ich da irgendwie noch was einstellen sollte oder nicht. Ja, interessant zu wissen. So, meine Damen und Herren, ich glaube, ihr hattet doch irgendwo Saatgut, ne? Ihr hattet doch Saatgut, oder? Oder war das der falsche? Oder war es Ostoria, der das... Ach ja, Ostoria war das. Okay, meine Damen und Herren, ich bin zum Falschen gelatscht. das sieht ja cool aus. Der Jäger sieht zumindest ganz cool aus. Naja, gut, passt ja dann, dass wir zurücklaufen, weil wir müssen dann zu Ostoria. Hallöchen. Und dann machen wir das einfach so. Weil hier gibt es scheinbar kein Saatgut. Wir haben zwar so eine kleine Plantage, aber ein wirkliches Saatgut haben sie hier nicht. Naja, dann laufen wir mal zurück. Also wie gesagt, hält sich jetzt erstmal mit der FPS. Trotzdem ist der so ein bisschen verpixelt. Ich weiß nicht, ob das jetzt so direkt von... Guck mal, ist das ein Lager? Lager, ne? Da waren wir doch bestimmt schon. Oder sitzen da jetzt Banditen und ich bin gleich wieder tot? Dann lade ich aber. Ich habe keinen Bock, schon wieder den ganzen Weg von vorne zu latschen. Was sieht nach einem Lager aus? Oh, Hallöchen. Dankeschön. Oh, da hat jemand Met liegen lassen. Fischfilet. Großer Weidenkorb. Ein Fischspeer. Ja, kann man mitnehmen. Können wir hier noch vorne? Hier ist jetzt nichts mehr. Das ist ein kleines verlassenes Fischerlager, ist das hier wahr? Noch ein Fischspeer. Mal zwischenspeichern. Immer wieder zwischenspeichern. Sag mal, man findet irgendwie nicht von vornherein immer alles. Weil irgendwie was mich stört gerade. Jetzt hat er ja gerade einen Ruckler gehabt. Was mich gerade so stört, ist dieses Verschwimmen. Was ist denn dieses Verschwimmen eigentlich? Das ist immer ein bisschen, was mich wundert. Müsste man auch aber ausschalten können, oder? Ja, jetzt sitzt er mit euch hier drin, aber wenn so kann ich euch immer fragen, wie das halt funktioniert. Ist das, wie ich das meine? Na egal. Jetzt verschwimmt mir manchmal ein bisschen zu viel. Deswegen weiß ich jetzt nicht. Jetzt vorsichtig sein. Denn hier in solchen Gebieten wurde ich doch schon ganz oft entweder mit einem Kopfschuss weggebobbelt oder weggehapst. Was ist schön, dass wir jetzt mal eine Weile auch wieder unterwegs sind, ein paar Quests machen und so und nicht die ganze Zeit. Ja, da waren wir ja. Und nicht die ganze Zeit in unserem eigenen Dorf herumhängen und auch ein bisschen was unternehmen und so weiter. Ist immer ganz gut. Wenn wir da ein bisschen gucken, ob wir hier noch mal vielleicht Glück haben und noch eine Truhe finden oder so. Moment. Bein wieder ausstrecken. Ihr wisst gar nicht, wie ich das mit dem Bein ausstrecken machen muss. Ihr müsst es euch so vorstellen. Ich habe mein Bein kurz angewinkelt und dann ziehe ich mich mit den Zehenspitzen des Beins nach vorne gerade, weil ich es von alleine nicht nach vorne bewegen kann. Ich komme mir so doof vor. Aber ich muss auch sagen, ich bin derzeit so ein bisschen im Loch. Weil ich jetzt schon wieder nicht weiß, wie es weitergeht. Ich habe ja eigentlich den Führerschein damals gemacht für LKW und ich liebe dieses LKW-Fahren einfach so sehr. Es hat so viel Spaß gemacht bis jetzt. Und fand es immer toll. War mal gern unterwegs. Und jetzt habe ich halt das Problem,
Im schlimmsten Fall war es das für mich. Und das ist halt, was mich so ein bisschen ärgert. Nee, wir müssen mit dem weiterlaufen, ne? Genau. Wow, wow, wow. Aber ab und an macht er schon ein paar Spirenzchen. Mit Ultra. Aber ich glaube, auf hoch reicht er eigentlich. Ne? Also ich finde, ich sehe, es sind ein paar Unterschiede, klar. Aber ich glaube, ich lasse das auf hoch, weil ich dieses, ich mag sowas nicht, wenn es andauernd hin und her huschelt. Bisschen wieder niedrig, ne? Nicht Benutzer definiert. Dann machen wir hoch, finde ich, ist eine gute Sache. Da waren wir ein bisschen stabiler unterwegs. Ging ja trotzdem alles fast angezeigt. Ich finde das ein bisschen angenehmer. Ist trotzdem gut. Hey Ivo, wollen wir die Beine tauschen? Kannst du mir dein linkes Bein geben? Das wäre eigentlich eine ganz gute Sache. Lieber laufe ich humpelnd hier durch das Spiel, als humpelnd durchs Leben. Ja, das ist nur so ein bisschen gerade echt, wo ich sage, geschieht das alles so ein bisschen im Kopf, weil ich weiß überhaupt nicht, wie, wo, was und wann anders. Weil... Wenn jetzt nämlich dann im Raum steht, das war's mit LKW-Fahren wieder, weil hinten mal ein Job, wo du nur fährst und jemanden hast, der dich belädt oder sowas und trotzdem auch noch eine ordentliche Vergütung bekommst, ne? Also ich muss ja trotzdem danach gucken, was du verdienst. Und deswegen, da liegt das Problem. Jetzt müssen wir mal sehen. Jetzt müssen wir mal sehen. Ja, was dann kommt. So. Okay, Ledokli. Halli, hallo, hallöchen. Ich suche nach einer Quest, meine Damen und Herren. Denn hier soll irgendjemand herumlaufen, der mir eine Quest geben kann. Ich glaube, Sie, werter Herr, haben bestimmt jetzt eine Quest für mich, oder? Ach, der war. Oh, it's you again. Ah, beschäftigt dich etwas? Aber ich dachte, du hast eine Quest für mich. Ach. Oh, da hat eine Quest für mich. Ja, na klar, ist eine Quest für mich, du Pappnase. Wir lassen dies, glaube ich, heute ein wenig unkommentiert. Du hast ja auch die Quest Bierflation aktiviert und das ist die Quest. Du musst diese Symbolik noch lernen, mein Kleiner. Da merkt man, du warst zu lange draußen. Du musst ja die Symbolik mal lernen. Ich dachte, das ist egal. Das ist sowas. Oh, weia, war das peinlich. Oh, weia, ist das peinlich. Das darfst du niemandem erzählen, ey. Das darfst du niemandem erzählen. Aber wobei, brauchst du doch nicht erzählen, das ist ja schon festgehalten. Na, mein Kleiner. Er hat mich an Kapp und Kappa, ey. Von früher. Die Geschichte war auch sehr süß. Ich hätte das Kind gerne geguckt. Ein Fuchs und ein Hund werden Freunde. Zumindest in jungen Jahren. Warte mal, hier müssen wir jetzt... Genau. Hier müssen wir jetzt aufpassen. Denn die hatte es Wölfe gehabt. Hey, Häsli. Luchse und anderes. Oh, Moment mal, kurz AFK, gleich wieder da. Immer diese Spam-Dinger. Immer diese Spam-Dinger. Die braucht kein Mensch. Warte mal, da liegt was. Vielleicht haben wir das auch schon gehabt, aber... Nein, hatten wir noch nicht. Ein Bronzehammer. Aber Bier und ein wenig Geld. Wer hat der Herr? Ja, doch, das hatten wir schon gehabt. Das hatten wir schon gehabt.
Warum ich den hier aber nicht looten kann, wundere ich mich. Den Armen. Aber den haben wir übersehen. Oh, guck mal, hier haben wir auch noch was übersehen, oder? Ja, den können wir mitnehmen. Was wir mitnehmen können, nehmen wir mit, meine Damen und Herren. Da waren wir schon gewesen. Jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir da hochkommen, ohne... ohne, dass wir die Wölfe pullen. Ich würde echt gerne diese Sicht haben, dass wir mal wissen, wo die Tiere sind. Aber da könnte ich mich auch mehr auf die Jagd legen, auf die Tierjagd. Wobei ich sagen muss, gegen Wölfe würde ich mich wahrscheinlich eher auf den Bogen irgendwann mal fixieren. So. Ich dachte gerade, er zieht Kampfmusik los. Ich wollte schon überlegen, in welche Richtung renne ich jetzt davon. Aber das war jetzt nichts in dergleichen. Oh weh. Ich sehe gerade. Das Gute ist, wir sind gerade an einem Bachelor. Fischfilet bringt aber nur 10 Nahrung. Was bringt mir gerade der Trockenfleisch? 13. Hier so. Und ein Schlückler aus Lembächler. So, dann hüpfen wir weiter. Denn ich würde gerne wirklich trotzdem diese Bierflation schaffen, dass wir das Haferkorn einfach abliefern. Jetzt überlege ich gerade, ob wir noch irgendwas anderes in der Richtung aufsammeln oder nicht. Mal irgendwas mitnehmen. Warte mal, da liegt was. Vielleicht haben wir das schon. Dammit. Dammit. Ihr miesen Fieslinge. So. Erwischt habe ich ihn schon mal. Wo ist denn der hin? Ich habe ihn doch erwischt. Hä? Hör mal. Ich habe keine Bolzen. Warte. Ich brauche neue Bolzen. Ich brauche jetzt die Eisenbolzen, meine Damen und Herren. Müssen die nicht unter E sein? Da. Oh doch, hat er aufgelegt, automatisch. Mal jetzt in jedem Shooter-Spiel hier. Bippe. Weiter kurz. Das Schöne ist, ich glaube, wie so im Gothic-Ding, dass du hier mal kurz Pause machen kannst. So, der ist schon mal tot. Hab ich dich geangst? Was ist ein Pfeil? Ein Bogen? Ja. Oh, eine Metflasche? Nur eine Metflasche und Steinpfeile. Na gut. So, jetzt mal 11. Ich speichere mal. Und 2, 3, 4. Meiner. Okay. Warte.
Wo seid denn ihr hin jetzt? Ihr wart doch gerade die ganze Zeit da gewesen. Hä? Das habe ich einmal fertig gemacht und ihr seid weg, oder was? Jetzt müsstet ihr doch aber hier wieder rauskommen, oder? Hallo? Da kommt er. Und da kommt er. Wo kommt der jetzt her? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Wo kam denn der jetzt her? Waren jetzt aber immer noch mal wieder einer mehr? Das waren doch vorhin nur der Reihe. Das erklärt sich jetzt für mich irgendwie nicht so. Wo war denn der jetzt? Der mich jetzt gerade. Ah, das ist auch so mies, weißt du? Ein Schuss und ich bin tot. Das verstehe ich nicht. Ich hau da drei Bolzen rein. Eisenbolzen aus meiner Armbrust. Das finde ich so ein bisschen irgendwie in Relation nicht gehalten. Die sind ja auch nicht irgendwie, Alter, wenn du einen Bolzen überhaupt im Körper kriegst. Also ich verstehe, dass ich mit einem Schuss tot bin, aber ich verstehe nicht, dass ich da drei Schüsse reinballern muss. Also das ist immer so, was mich in Spielen dann einfach annervt. Warum muss es denn immer nur auf dich selber extrem realistisch gehalten sein? Aber wenn du dein Gegner ist, ne, du hast dich einfach mal ein Leben lang. Nee, ich finde das immer doof. Also das finde ich so wirklich, verstehe ich überhaupt nicht. Wenn ihr das schon so macht, dass du dir... Das fand ich in Fallout 4 mal ganz cool, wenn du da auf der höchsten Stufe gespielt hast. Dann hatten die Gegner mehr Schaden, wenn sie getroffen werden, aber auch du hast mehr Schaden bekommen. Also es war beides gleich. Das Ding war dadurch schwieriger, weil mit einem Schuss, ein Hit, konnte alles vorbei sein, aber du konntest auch alles vorbei machen. Der ist schon mal tot. Okay, da steht wirklich noch zwei. Nee, warte mal, aber... Ach, da stehen noch zwei. Na danke. Sehr schön. Der ist auch tot. Au! Und der hat mich volle Kanne erwischt. Na gut. Hallo, renn! Yay! Ich renn schon! Wisst ihr, was ich meine? Ich hab den in der Nähe des Halses. Da! Oh. In der Nähe des Halses habe ich den einen Pfeil reingeballert, ja. Bierflasche, gebraten, ein bisschen Käse, Münzen, 80 Stück, Steinpfeile, Zwiebeln, Eisenbolzen. So, warte mal, hast du nicht irgendwo noch ein paar Eisenbolzen drin? Nee, da liegen... Boah. Aber hey, auch wenn mit ein bisschen Glück und Gecheater, weil wir das ein bisschen anders gemacht haben. Warte mal, nee, guck mal das auf. Äpfel, Bierflasche, gebratenes Fleisch, eine Metflasche, Eisenbolzen. Mann, ich will diesen Eisenbolzen haben, danke. Dann habe ich auch noch mal ein paar Eisenbolzen reingesammelt. Und Eisenbolzen. Und Gesetzlose hat eine Holzarmbrust, einen Holzbolzen, Knöppel, Münzen, Zwiebeln. So, dann haben wir Eisenbolzen, aber auch nicht mehr viele. Da müssten wir auch mal wieder neu kaufen. Super. Was ist hier noch? Der chillt jetzt erstmal. Schmuggelware, Hafer, Mehl und Weizenbier. Mehr nicht? Das Ding habt ihr hier verteidigt? Ja, ich hab gar nicht mehr. Okay. Okay, dann müssen wir weiter, denn ich will, den Haferkorn haben. Jetzt bist du aber trotzdem vorsichtig sein, mein Kleiner, weil als nächstes kommen dann wahrscheinlich Wölfe oder sowas. Wobei ich glaube, kurz davor war nichts gewesen, ne?
Ja, ich weiß warum, wieso, weshalb. Ich muss immer noch die Jagdpunkte rankriegen, ne? Ich muss immer noch die Jagdpunkte rankriegen. Sehe ich noch irgendwo einen Stock? Achso, ich habe noch da. Ich habe gar nicht sammeln müssen. Stimmt. Ja, Punkte sind schon so ein bisschen wichtig, was wir brauchen. Halli, hallo, Hallöchen, wir sind da. Haben wir auch nur fast die ganze Folge gebraucht. Na gut, weil ich einmal in das andere Gebiet gelaufen habe. Wir mussten ja auch querfeld, ne? Also das war ja wirklich... So, wer hat jetzt hier... Ich sehe ja schon die Dame da, ne? Hallo. Sag mal, ich brauche... Genau, danke dir. Haferkorn. Beim Sehen im Frühling. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Ich habe 10 Stück und ich brauche 53, also ich brauche 43. Hey. Ich brauche 43. Haferkorn. 43 brauche ich. Nehme mal 63 mit. Immer 63, dass ich nochmal 20 drin habe. Ich weiß nicht, ob es jetzt so passt. Aber pass mal auf, guck mal, ich habe hier eine Bierflasche. Eine Bierflasche, einen Bogen, einen Bogen. Das behalte ich. Das behalte ich. Das können wir gut gebrauchen. Ja, hier, die können wir nämlich auch nochmal selber bauen. Sonst müsste ich das nämlich durch die Gegend tragen. Die bringt nur 4. Ja gut, den können wir herstellen. Afa-Bier bringt uns auch nochmal Geld. Hat sie denn noch Geld? Ja, sie hat doch 2000. Alter, hier kriegst du eine Holzarmbrust. Holzbolzen haben wir jetzt auch einiges. Käse könnten wir für uns reinpacken. Das würde ich mir mitnehmen. Hier hast du noch eine schöne Metflasche. Metflasche, kriegst du ein bisschen Met, ein bisschen Roggenbier. Und die Schlauchmützen, da bringt 1600. Weg damit. 73 Steinpfeile kannst du auch noch haben. Nee, egal. Tonflächen bräuchte ich ja selber, aber gut. Hier ist noch mal ein bisschen was. Das packe ich rein. Das nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Okay, ich brauche auf jeden Fall 20 Dünger nochmal, weil ich habe ja das jetzt nochmal da. Dann kann ich nochmal 20 Dünger mitnehmen. Das haben wir ja schon gesetzt. Kohlsamen, Leinensamen hatten wir, glaube ich, auch noch da. Mohnsamen. Mohn ist im Frühling. Mohn haben wir, glaube ich, noch gar nicht da. Ne? Da könnten wir da auch nochmal 20 setzen. Dann gib mir mal nochmal 20. Ja. Danke dir. Rote Beete hatten wir ja gesetzt. Und Weizen und so brauchen wir auch nicht weiter. Nee, das passt sehr gut. Best goods in the realm. Ja, danke dir auch. Bis dann. So, und jetzt geben wir Quest ab. Bei der Bierflation. Ich hoffe nur, wir kommen jetzt einfach geradewegs hin, weil ich jetzt keine Lust habe, rumzulaufen. So, dass wir dann in der nächsten Folge wieder anfangen können, im Dorf ein bisschen was zu erledigen noch. Wichtigste im Dorf wäre ja jetzt dann noch die letzten Felder setzen, Häuser aufbauen und dann weiterzuschauen. Ne? Weil wir haben ja jetzt technologisch gesehen, sind wir kurz vorm Graben. Ne, haben wir den Grabungsschuppen schon? Sehr schön, das Materiallagerhaus. Hier ist jetzt ja erstmal noch nichts weiter, was wir unbedingt brauchen. Oh, guck mal, es geht auch 500 und dann 2000. Die Jagdhütte, genau. Wir haben noch ein bisschen was, wenn wir da die Punkte haben, noch knapp... 38,9, dann kommen wir auf die Fischerhütte. Das ist dann auch nochmal wichtig, weil dann können wir nochmal Fische setzen. Dann hätten wir auch hier die Möglichkeit, den Langbogen dann zu kaufen. Ich würde sogar eher auf den Recurve. Ich würde nachher auf die Bögen rübergehen. Ich würde nachher auf die Bögen dann rübergehen. Eselstall. Einfach Spalier. Laubenspalier. Bogenspalier.
Wird auch cool, aber auch weit hinten, ne? Weit hinten. Das müsste ich ja auch dann mal machen, dass wir die Dinger freischalten, damit wir dann nämlich Essen kochen. Aber wie wir alles noch. Müssen eh dann noch jemanden dann einstellen, der auch dann kocht dann dort, dass wir die Materialien dann haben. Aber erstmal müssen wir ein bisschen Essen aufbauen. Das heißt, wir müssen erstmal ernten. Was wir ja dann auch machen, weil wir jetzt ja schon vorbereiten für die Ernte. Das ist schön. Jetzt müssen wir nur aufpassen. Hier war irgendwo Gebiet der Wölfe, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Ah! Nee. Ich habe dich rechtzeitig gesehen. Halt den Mund. Bleib da hinten. Du Frechdachs. Wow. Was war denn das jetzt? Hallo? Aber ganz schön, war das? War die Magie des Wolfes, hat er mir noch hinterher geschickt. Na, du willst was? Absturz. Und du siehst nach Wildschwein aus da hinten, wa? Nee, nicht Wildschwein. Von beiden sah es größer aus. Ein Dachser. Dachser eigentlich gefährlich? Im richtigen Leben so? Weiß ich jetzt nicht so. Ich bin ganz ehrlich, das bin ich noch nicht begegnet. Das ist halt so der Nachteil, wenn du in der Stadt aufwächst. Ach, schön. Ist ein bisschen schade, dass das... Ich hätte mir gewünscht, wirklich mal so eine richtig schöne Insel. Das ist schon ganz okay, aber so eine richtige Insel auch mal, das wäre doch irgendwie geil. Irgendwie habe ich das Gefühl, durch den Wechsel mit dem Wetter gerade, also dass es jetzt dunkel wird, dass jetzt gerade das Problem kommt so ein bisschen. Hätte schon alles mitgenommen, ne? Ja, ja. Da gehen wir jetzt auf jeden Fall ab. Und dann werde ich so in der Nacht, also werde ich offline kurz zurückreisen. Natürlich mich an allem vorbeistehlen. Werde ins Dorf zurückreisen. Die Frage ist, ob wir uns dann auch sowas aufbauen können, dass wir eine Station haben, wo die dann auch hinreisen, dass du auch Schnellreise aus dem Dorf machen kannst. Das wäre noch interessant. Das ist die Möglichkeit, dass wir das als sozusagen ein verbündeten Dorf aufbauen. Und das wäre schon mal witzig. So, hey, Dervan! Hi! Hello there! Hi! Das ist alles an Getreide, das ich zusammensuchen konnte. Ach, sehr gut. Du hast gerade dabei geholfen, einen Aufstand, ausgelöst durch Bierknappheit, zu verhindern. Das hier ist deine Bezahlung. Ich werde sofort das Brauen anordnen. Hoffen wir nur, dass es nicht zu spät ist. See you around. Ja, danke, du dir auch. So. Wir haben jetzt ein Haferbier bekommen, ein bisschen Geld bekommen und haben damit das drinnen gehabt. So, damit ist jetzt sozusagen eigentlich nur Abwarten angesagt. Behalte die Situation im Ochsbau im Auge. Und wir haben jetzt alles Mögliche getan, um unsere Reputation halt schon voranzuschreiben. Alles Weitere ist dann sozusagen, dass wir jetzt ins Dorf gehen, die Häuser noch vorbereiten, ein bisschen noch Dörfler reinholen und die Felder schon vorbereiten. Dass die Felder dann alle schon ready sind, dass wir dann im nächsten dann sozusagen ernten können und so weiter und so fort. Das ist einfach das Wichtigste. Aber dann würde ich auch sagen, war es das für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommis immer was Feines und über ein Abo freue ich mich natürlich auch mal sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, dass es dann auch wieder morgen dann ist und ich glaube auch, dass ich das schaffen könnte. Und dann werden wir bei uns im Dorf ein bisschen da was machen. Und zwar 1 bis 2 Häuser werden wir noch aufsetzen. Und ich glaube, mehr haben wir jetzt erstmal noch nicht die Möglichkeit. Auch eine Schmiede könnten wir dann auch schon aufsetzen. Genau, die Schmiede wäre noch das nächste. Schmiede, Küche, ja, das gucken wir mal. Dann können wir da nämlich schon ein bisschen was aufsetzen. Ich schaue mal, was ich auch noch vorbereiten kann. Wobei, ich würde euch gerne mitnehmen, um einfach zu gucken, wo baue ich es hin, wieso baue ich es da hin. Ach, wobei, ist eigentlich egal. Ich werde es ein bisschen vorbereiten, dass wir dann das dann da haben. Und hier gucken wir dann auch schon mal. Und dann sehen wir mal weiter, ne? Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen. Je nachdem, wann ihr euch die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute bis dahin. Tschüss!